Johanna Silabel baut eine Insel in den Vierwaldstättersee. War sie als blinder Passagier nach Europa unterwegs? Ist sie Borneo Lui nachgereist? War sie von Anfang an mit dabei? Fand sie die Vorstellung von Europa toll und hat es ihren Vorstellungen entsprochen? Sprach sie Holländisch oder Indonesisch? Hat sie Erde und Pflanzensamen aus Kalimantan nach Nidwalden gebracht? In einem Koffer, in einem Glas, in einem Sack, kistenweise? Hat sie viele Dutzende Schiffe die Erde nach Europa transportieren lassen? Hat das Geld gekostet? Hat sie einen Tauschhandel veranlasst? Gibt es in Indonesien einen Innerschweizer See oder in einem indonesischen See eine Innerschweizer Insel?